Hallo, mein Name ist Ela und ich heiße dich ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute habe ich das Aufgebraucht-Video für den Monat September für dich. Ich glaube, ich fange mal mit dem Haushalt an. Das sind nämlich die größten Produkte, dann sind die hier alle weg. Da habe ich einmal von Denk mit das Colorwaschmittel aufgebraucht, Tropical Dream. Somit für 20 Wäschen war das. Ja, das war ganz schön. Auch ganz angenehm. Ich glaube, das gibt es auch noch. Würde ich wieder kaufen. Oh, gut. Dann weiter habe ich auch gespült. Das ist von Domol das Spülmittel Jungle World. Habe ich aufgebraucht. Ja, ich glaube, da habe ich auch noch eins von dem Backup. Das roch nämlich auch. Das roch wirklich auch wunderschön. Würde ich wieder kaufen. Weichspüler ist auch aufgegangen von Lenor. Amethyst Blütentraum. Den hatte ich ja mit der Cashback-Aktion mir damals besorgt. Ja, war auch ganz gut. Würde ich auch wieder kaufen. Ne, auch ganz anders. Von Domol. Den Hygienespüler habe ich ebenfalls aufgebraucht. Den benutze ich ja bei meiner Arbeitskleidung und bei der Sportkleidung für meinen Sohn. Ich weiß, es ist keine Wäschedesinfektion, es ist nur ein Hygienespüler. Also das Versprechen von 99,9% der Bakterien wird damit sicherlich nicht eingehalten. Bei einem Wäschedesinfektion kann man die Wäsche hinterher wegschmeißen. Dieses ist ein Hygienespüler, darf man nicht vergessen. War die Tage noch auf einer Fortbildung. Da wurde es uns nochmal gesagt. Die Wäsche ist wirklich entweder hygienisch rein bei ab 60 Grad, beziehungsweise eben halt mit einem Wäschedesinfektionsmittel und da sind alles Vollwaschmittel. Ja, mehr sage ich da jetzt nicht. Für mich ist es fürs Gefühl und bei der Sportbekleidung für meinen Sohn, wie das eben so in diesen synthetischen Wäschen halt so ist. Ja, die riechen trotz alledem meistens noch so nach Schweiß. Und die Hygienespüler, die hinterlassen dann immer so eine schöne Frische. Und deswegen. Und bei meiner Arbeitskleidung, wie gesagt, es ist für mein persönliches Gefühl, tue ich das trotzdem da rein. Und sollte dann auch jeder so machen, wie er das gerne möchte. Ich wollte es nur einmal gesagt haben, es ist keine Desinfektion. Dann habe ich wieder diese Haushaltstücher mit dem Gras und dem Zellulose aufgebraucht. Hatten wir jetzt wieder in unserem Supermarkt mit dazu gekriegt. Ist bei uns immer bei Getränkekisten bzw. ab dem Einkauf von 30 Euro kriegt man da jede Woche irgendwelche andere Artikel. Und meistens ist es entweder Haushaltsrolle oder Klopapier. Ist irgendwie so immer im Wechsel. Ich habe so das Gefühl, es gibt eine Woche Haushaltsrollen, dann gibt es irgendwas. Soßen, keine Ahnung, Schokolade, Nudeln, wie auch immer. Danach die Woche gibt es Klopapier und dann immer so irgendwie so im Wechsel. So habe ich das Gefühl. Also mit Haushaltsrollen und Klopapier kann ich mich ja eigentlich mal zuschmeißen. Ja, die sind, hier waren zwei Rollen drin mit 65 Blatt. Ja, war in Ordnung. Würde ich auch kaufen. Von daher, ja, schon gut. Dann ebenfalls auch aus diesem besagten Supermarkt Hakle, Toilettenpapier. Hier waren jetzt 6 Rollen drin mit 4 Blatt, nein, 4 Lagen und 130 Blatt. Und ich glaube, die Haare sollen auch einen frischen Duft haben. Ja, genau, mit frischem Duft. Ja, war ganz schön. Würde ich auch definitiv auch kaufen. Und ebenfalls aus diesem Supermarkt nochmal Haushaltsrollen. Glaube ich auch Hake, ne? Dick und durstig. Da waren jetzt 4 Rollen drin mit 45 Blatt. Auch ganz, sind auch super. Würde ich auch kaufen. Aber wenn ich mir die kaufe, kaufe ich mir die meistens immer irgendwie bei DM oder bei Rossmann von den Eigenmarken. Schön mit dem Dekor oder so drauf. Finde ich auch super.
Dann habe ich einmal von Deng mit Gallseife aufgebraucht. Ja, die war jetzt recht flüssig. Die ist mir, wenn ich die dann mit dieser Bürste, hier oben ist ja so eine Bürste, wenn ich mir das dann in die Textilien einarbeiten wollte, lief immer noch weiter die Gallseife raus. Ich weiß nicht, wo dran es gelegen hat, ob das Produkt dann schon älter war oder wie auch immer. Ich habe keine Ahnung, aber es hat seinen Dienst getan und ich würde es mir wieder kaufen. Momentan habe ich die von Lidl, Aldi. Irgendwie sowas gab es das mal im Aktuell. Hatte ich mir die besorgt, weil dieses dann eben halt zur Neige ging und es gab es gerade im Supermarkt. Aber ich würde mir das trotz alledem wieder kaufen. So, dann habe ich, guck mal da was, ein Spray aufgebraucht. Ich weiß gar nicht, von wem das ist. Mr. Fresh. Keine Ahnung, wo ich das her habe. Ja, boah. Da kann man das ein bisschen riechen. Ja, auch ganz angenehm frisch. Ja, frische Brise. Und habe jetzt in dem Gerät von Denk mit das Sweet Temptation drin. Das ist auch ganz angenehm. Das riecht auch ganz lecker. Genau. So, ich würde sagen, das war's mit Haushalt. Dann habe ich noch einmal ein Food von DM Bio. Dieses Veggie-Hack mit Erbsenprotein und Jackfruit. Jein. War nicht so ganz mein Geschmack. Also wir sind jetzt keine Vegetarier, essen auch Fleisch, aber ja, diese Produkte nehmen wir halt auch, ne, weil wir eben halt weniger Fleisch essen. Und ja, aber ja, weiß ich nicht. So ganz mein Geschmack hat dieses bei mir jetzt nicht getroffen. Ich kann nicht mal sagen, ob es was eventuell an der Jackfruit lag. Ich weiß es nicht. Die hatten wir nämlich auch irgendwann schon mal verarbeitet und die mochte ich nämlich auch nicht. Aber ich würde sagen, das ist Geschmackssache, das ist so jedem seine persönliche Sache. Mir hat es jetzt noch nicht wirklich geschmeckt. Dann von Facelle Slip-Einlagen aufgebraucht. Ja, dann nehme ich entweder die von Rossmann oder von DM. Das ist mir eigentlich recht egal. Meine ein Paket Tempo ist auch leer gegangen. Das war so ein Doppelpack mal gewesen. Das hatte ich mal irgendwann bei Rossmann gekauft. Da war das irgendwie im Angebot. Ja, war ganz schön. Tempos. Ne? Ja. Aber dann nehme ich auch alles, was mir so in die Finger fällt. Das können auch ruhig die Eigenmarken sein. Das ist mir egal. Momentan habe ich, glaube ich, von. Ich glaube, DM ist das. Haben wir die momentan im Gebrauch. Die halten wir uns aber auch ewig. Also sowas geht bei mir nicht in einem Monat durch. Ich weiß nicht, wie manche Leute da so schnell so viele Pakete durchkriegen. Weiß nicht. Ich glaube, ich bin auch hier die Einzige, die dann von den ganzen Paketen das benutzt, außer wenn die anderen erkältet sind. Ja. Okay. Aber war schön. Definitiv Nachkaufprodukt. Dann sind zwei von den Cotonelle feuchten Toilettenpapiertüchern leer gegangen. Einmal mit Kamille und Aloe Vera und da habe ich es abgerissen. Weiß nicht, was das für ein Duft war. Ist ja auch egal. Waren gut, waren in Ordnung. Haben wir auf jeder von unseren drei Toiletten, die wir haben, haben wir so ein Paket. Liegen. Von daher, also die habe ich jetzt nicht in 4 Wochen aufgebraucht. Also die sind dann auch schon länger gebraucht. So, dann habe ich von Today so eine Tonmaske aufgebraucht. Ja, war in Ordnung. Today ist, glaube ich, Rewe, Penny. Ich glaube, da kamen die weg. Ist das Today? Steht jetzt hier nicht drauf. Oder ist das Netto? Ja, ist auch egal. Ja.
aufgebracht, war in Ordnung. Die Maske habe ich auch aufgebracht von The Beauty Mask Company mit dem Lama drauf. Ja, war ganz schön. Würde ich mir auch definitiv nachkaufen. Dann von Garnier diese Hydra Bomb Augentuchmaske mit Cooling Effekt. Okay, den Cooling Effekt habe ich jetzt nicht gemerkt. Ich habe die Masken, diese Tuchmasken und Augenpatches habe ich grundsätzlich immer im Kühlschrank. Also jetzt einen besonderen Cooling Effekt hatte ich da jetzt nicht. Aber die war in Ordnung, die war gut. Würde ich mir nachkaufen. Ich glaube, ich habe da auch noch eine von, weil ich habe mir die mal im Action und im Thomas Phillips gekauft. Ja, ne, war gut. Genauso wie die. Das sind ja diese Cucumber. Ja, vom Action. Die habe ich irgendwo immer im Kühlschrank. Die sind ganz gut. Würde ich mir auch immer wieder kaufen. Dann habe ich von Isana diese Olo Folien Augenpads. Da habe ich mir irgendwie was ganz anderes drunter vorgestellt. Ich weiß nicht, ob ich die noch mit drin. Ich habe mir wirklich eine richtige Folie vorgestellt, die man sich da drunter unter die Augen macht. Aber das ist keine Folie. Das ist, ja, weiß ich nicht, so ein Gummiding, wo oben eine Folie halt drauf ist. Aber ich habe dann gedacht, dass dieses Patch komplett aus Folie besteht, aber falsch gemacht. Aber die war gut. So. Dann, ach, hier ist noch einmal Haushalt von Ipuro. Da habe ich hier Magnolie, so ein Raumduft mit diesen Ratterstäbchen einmal aufgebraucht. Ja, war gut. Von Nivea einmal so ein Duschschaum, habe ich als Rasierschaum benutzt. Ja, war in Ordnung, ist gut, würde ich wieder kaufen. Dann habe ich von, was sind die, Jean & Len, ein Repair-Shampoo gekauft mit Kokosnussöl und Macadamia. Das war leider nichts für meine Haare. Ich hatte mir mal so eine kleine Probegröße geholt, weil ich das mal einmal testen wollte, aber ich musste mir ganz oft die Haare waschen, um Haarspray und ich weiß nicht, was ich alles so an Produkten noch halt in der Haare hatte, bis ich das alle raus hatte. Hat das leider bei mir nicht geschafft. Ja, also für mich persönlich jetzt kein Nachkaufprodukt. Ja, schade. Dann haben meine Männer Axe Dark Temptation aufgebraucht. Ja, schön. Riecht ganz angenehm. Haben sich nicht beschwert. Also, muss ganz gut gewesen sein. Dann mein Rosenwasser ist auch leer. Ich habe noch eine Flasche im Backup. Momentan habe ich ein von DM das Gesichtswasser in Anwendung. Dieses ohne Duftstoffe und Farbstoffe und dieses ganze alle. Aber was mir dabei fehlt, bei dem von DM kann ich nicht mit über meine Augen und Lippen und sowas gehen, was ich mir mitgemacht habe. Ja, von daher gehe ich auf jeden Fall wieder damit zurück. Aber ich habe noch, ja, die Gesichtswässerkiste, die müssen alle aber auch erstmal aufgebraucht werden. Da gucke ich mal so nach und nach, mache ich mal so ein bisschen im Wechsel. Mal schauen, was war als nächstes dann, wenn ich das dann leer habe, drankomme. Dann habe ich auch geduscht mit Fahr Magic Öl, mit dem Duft vom blauen Lotus und Mikroölen. Das war schön, das war wirklich schön.
glaube, ich habe da noch eins von. Oh, der Duft. Herrlich. Herrlich. Und auch diese Öle, die da drin waren. Ja, man merkte es nach dem Duschen, merkte man das auf der Haut. Die war nicht ganz so ausgetrocknet. Oh, hier sammelt sich noch Wasser. Da kann man noch einmal mit duschen. Nehme ich gleich mal Esswärme nach oben. Das war gut. Da war ich wirklich begeistert mit. Dann hatte ich mir ja von Nature Box diese feste Duschpflege mit Avocadoöl. Und das ist nicht meins. Früher hatten wir auch diese festen Handseifen und die Hände waren danach furztrocken, so. Und dann auch so stumpf. Das habe ich damit auch. Und dieses Gefühl, ich mag es nicht. Ich creme mich zwar nach dem Duschen jeweils immer wieder ein, aber dieses Hautgefühl ist nicht meins. Nee, schade. Ist für mich kein Nachkaufprodukt. Hängt in der Dusche. Und mal gucken, wie lange es da hängt. Oder ob ich mich dann doch irgendwann noch mal erbarme, es aufzubrauchen. Ich weiß es noch nicht. Aber das ist leider kein Nachkaufprodukt für mich. Ich mag dieses Gefühl nicht. Dann habe ich gerade in Anwendung, nicht aufgebraucht, von Parodontax eine Zahnbürste in extra weich. Die ist super, die ist gut. Die habe ich schon ein paar Mal gehabt. Würde ich mir immer wieder kaufen. Die hat auch nicht so einen großen Bürstenkopf, sondern ja, der ist kleiner und ja, breiter. Ja, sehr breiter, weiß ich nicht. Aber der hat eine andere Form. Das finde ich ganz schön. Wenn man an meine Zähne sind, sind noch zwei Zahnpasten aufgegangen. Einmal die Sensodyne, die im Moment ja regelmäßig aufgeht. Die ist ja bei Rossmann aus dem Sortiment gegangen und ich habe irgendwie die letzten Packungen davon ja, aufgekauft. Ich weiß nicht, ich habe da noch bestimmt noch so einige im Backup. Ja, genau. Und meine Oral-B Professional mit Samtweiß ist auch aufgegangen. Die finde ich ja ganz, also finde ich jetzt persönlicher, ist das mit meine liebste Zahnpasta. Ein Parfüm ist mir wieder leer gegangen und zwar von Betty Barclay, das Pure Style. Das habe ich schon ewig in Gebrauch gehabt und habe das jetzt für die Arbeit benutzt. Ja, ein ganz angenehmer, pudriger Duft. Würde ich nachkaufen. Ja, definitiv. War schön. Das ist ja so ein Deo-Spray gewesen, also jetzt nicht wirklich ein Parfüm. 75 Milliliter. Ja, war aber schön. Dann habe ich noch eine Kur aufgebraucht von Glisskur. Die Versiegelung 2-in-1 Kur für splissgeschädigtes Haar, Ionenkomplex und Traubenkernöl. Pre-Shampoo, achso, vor dem Shampoo für eine leichte Pflege, für ein leichtes Pflegeergebnis oder für nach dem Shampoo für ein intensives Pflegeergebnis. Gut, ich nehme das immer nach dem Shampoo und lasse das dann einwirken. Das roch auch ganz lecker angenehm. Da hatte ich auch schon mal Shampoo und Spülung von. Und da stehen Glisco und ich doch ein bisschen so, ja, stehen, ja. Wir passen da nicht so ganz so zueinander. Aber die Kuren und auch die Sprühkuren von Glisco finde ich eigentlich immer toll. Mit den Shampoos habe ich es nicht immer so. Ich kaufe sie immer mal wieder, habe auch noch ein paar. Aber ja, Kur und Sprühkur. Wir sind dann die besseren Freunde. Dann, das habe ich nicht jetzt aufgebraucht, das habe ich schon länger aufgebraucht, von Isana, eine Bodycreme Paris, das war so eine Limited Edition.
Ja, ich brauche da jetzt nicht dran riechen, hatte da was anderes zwischenzeitlich reingetan. Ja, nee. Duft nach Rose und Liebe. Nach Rose fand ich jetzt nicht wirklich gerochen. Ich fand eher, das war so ein leichter Plastikgeruch. Ja, ich habe sie dann als unter Dusche benutzt, quasi. Ja. Ja, also nennen sich die In-Dusch-Body-Lotion, habe ich die dann quasi zweckentfremdet, damit sie schneller leer ging. Ja, würde ich mir wahrscheinlich nicht nachkaufen. Nein. So, das war auch mein letztes Produkt. Ich hoffe, dir hat mein Video gefallen. Über einen Daumen nach oben sowie ein Abo würde ich mich natürlich freuen. Einen netten Kommentar vielleicht noch. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!